Na gut, dann raus hier und wie versprochen zurück zu den Piraten. Wir sind doch soweit vorbereitet. Oh, sie hat richtig Platz inzwischen. Dann kannst du doch mal ein paar Sachen von Gerugon und Tirik nehmen. Obwohl die nicht wirklich schwer sind. Na gut, zurück. Raus hier, hin da und den grüßen wir nur. Also die Insel könnte es sein, oder die da unten, oder die oben links. Also Chaland, wo der Tempel des Namenlosen ist. So, Übersicht nicht verlieren. Wir waren hier oben überall schon und hier war der Tätowierer. Das heißt, wir sollten jetzt da oder da weitermachen. Das Gebäude da sieht recht hervorgehoben aus. Ich decke erstmal kurz den Rest der Karte hier auf. Und dann nehmen wir uns, glaube ich, gleich dieses hervorgehobene Haus da vor. Denn noch haben wir volle Astralenergie. Da sollten wir das Schwerste gleich zuerst probieren. Ah, das da sieht ein wenig besonders aus und das da. Also gehen wir zu dem. Und klopf, klopf. Vor dem Haus stehen vier Wachen, die euch argwöhnisch mustern, während ihr den Hügel hinaufsteigt. Was habt ihr hier zu suchen? Herrscht einer der Wachen euch an. Verzeihung, ist hier das große Fest? Nein, wir suchen nicht dich, also macht den Weg frei, aber schnell. Der Posten blickt euch aus zusammengekniffenen Augen an. Unglücklicherweise habt ihr aber mich gefunden, antwortet er und zieht gleichzeitig mit seinen Kollegen die Waffe. So, vier Piraten. Du... Gehst mal dahin. Du stürmst neben den. Du stehst nicht ganz so gut. Nee, du wirst nicht schießen können diese Runde. Schade. Dann wart einfach mal hier ab, ob Gwendolyn nicht aus dem Weg gehen kann. Genau, du. Dahin. Und du läufst einfach da in die Ecke. Denn die Astralenergie von Talana sollten wir uns für denjenigen aufbewahren, der da in dem Haus drin wohnt. Nicht unbedingt für die Wachen vor der Tür. So. Angriff. Auch wenn unser Schaden jetzt absolut verteilt ist auf alle Piraten. Aber na gut. Abwarten. Computerkampf. Keine Magie. Denn jetzt dürften die Elfen, so wie sie stehen, fleißig schießen. Und nicht treffen, das ist nicht so toll. Und Talana braucht mindestens zwei Runden, bis sie da rankommt. So weit, so gut. Oh. Und schon muss einer der Elfen sich bewegen und wahrscheinlich in den Nahkampf flüchten. Oh, Talana hat einen auf den Deckel bekommen. Nee. So wird das nichts. Du schießt auf den. Du schießt auf den neben Tirik. Du haust auf den Angeschlagenen. Du lenkst den von Talana ab. Und Talana sollte jetzt bitte drankommen, damit ich sie wegbewegen kann. So, der könnte gleich fliehen, der angeschossen wurde. Angriff auf dich. Genau. Sie hat zwar nicht sehr viel Schaden genommen, aber muss ja nichts riskieren. Und tot? Der hat schon recht viel Schaden bekommen, der vor Gwendolyn steht. Aber es sind ja auch Wachen von dem Anführer hier aus der Stadt. Also dürfen die ruhig ein wenig zäher sein. Hm? So, du läufst weiter, damit wir gleich wieder Computerkampf anmachen können. Nämlich jetzt. Na, stopp. Ich habe aus Versehen auf Ja gedrückt. Also nochmal das Ganze. Du läufst weiter weg. Computerkampf, nein. Auch wenn wir jetzt schon einen Fulminictus vergeudet haben. Aber was soll's. So. Du stellst dich taktisch ungünstig in den Weg. Und die nächste Elfe läuft in Nahkampf. Das werden wir gleich ändern müssen. Und diesmal vergesse ich es auch nicht. Ganz bestimmt nicht.
So, du schießt auf den. Der wird auch bald fliehen. Und der wird nicht fliehen können. Ja, prügel ihn nieder. Nein, nicht Gwendolyn niederprügeln. Komm schon. Au, schon wieder auf Gwendolyn. Also vielleicht trifft sie mit dem Kurzschwert ja öfters, aber sie kriegt vielleicht auch öfters eins auf die Nase. Ah, stellt sich in die Schussbahn, nicht gut. So, Skraja, Entermesser, Dolche, Schnapsflaschen. Schnapsflasche. Nee, wollen wir nicht. 12 Abenteuerpunkte. Wollt ihr in das Gebäude eindringen? Nein. Wir wollen zuallererst mal, dass du ein Wirselkraut isst. Dass du deine Waffe wechselst. Tada, ich hab's nicht vergessen. Und irgendwann war noch angeschlagen. Genau, Talana. Gwendolyn immer noch ein wenig, aber das ist zu verkraften. Und Yaldun hat nicht ganz volle Astralenergie, aber das reicht schon. Also, wie jetzt? Das sind schon wieder Wachen? Ah, okay. Ja, wieder 4 Wachen. Das ist doch ärgerlich. Na gut, also müssen wir jetzt die 4 umbringen. Da werde ich, glaube ich, sogar Magie benutzen. Und danach müssen wir direkt ins Haus eindringen. Mensch, 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 das ist nicht so toll. Du... Stell dich mal... dahin. Abwarten. Du... läufst dahin. Und du... dahin. So, du schmeißt gleich mal an Fulminictus. Du ebenso. Kampf Fulminictus. Und der eine reicht. So, stellt sich noch dahinter. Ah, der hat schon gut was abbekommen. Mit etwas Glück flieht er jetzt schon. Wo steht Tirik? Achso, der steht hier unten. Bei Talana. Ah, so viel zu dir. Mit etwas Glück flieht er schon. Hm? Na gut, du machst noch einen Fulminictus. Auf den. Und jetzt sollte das echt reichen mit der Astralenergie. Denn wir wissen ja nicht, was drinnen im Haus ist. Aber ich wollte halt nicht, dass unsere Helden jetzt zu viel Schaden in dem Kampf hier nehmen. Weil wir uns ja nicht wirklich vorbereiten können auf den nächsten. Gehe ich jedenfalls von aus. Ich denke mal, da kommt gleich wieder so ein Fenster mit dem Text. Da können wir dann mit irgendjemandem wieder Worte austauschen und danach gibt es den Kampf. Also keine Zeit, Wirselkräuter zu essen oder Tränke zu schlürfen. So, du gehst in die Ecke. Deswegen sollten wir jetzt auch keinen Computerkampf einschalten. Wegen dem Waffenwechsel der Elfen zum Beispiel. Du stellst dich da so hin. Oh, das war eine gute Idee. Jetzt können mich beide Elfen schießen. Was? Myrum hat keine Pfeile in der linken Hand. Warum hat Myrum keine Pfeile in der linken Hand? Gegenstand wechseln? Sie hat keine Pfeile mehr? Wann ist denn das passiert? Okay, Waffe wechseln, Rapier. Das ist ja komisch. Na gut, müssen wir im nächsten Kampf dran denken. Also, in dem schwierigen Kampf, auf den wir uns nicht vorbereiten können, dass sie für den keine Pfeile hat. Du, auf da. Aber Yaldun hat hoffentlich noch welche. Jo, sehr schön. Du gehst weiter ran, kannst aber immer noch nicht angreifen. So, jetzt müssen wir einen Computerkampf machen können, ohne dass Yaldun aus Versehen in den Nahkampf kommt. Da ist gerade, glaube ich, irgendwas kaputt gegangen bei Gerugon. Deswegen unterbreche ich jetzt den Autokampf. Genau in dem Moment, in dem Talana sich in den Weg stellt. So, du haust da auch noch drauf.
Hat, ja, Gerumans Waffe ist kaputt. So, jetzt können wir ruhig wieder Computerkampf machen. Dann haben wir wenigstens im nächsten Kampf auch wieder ein ordentliches Schwert in der Hand. Das ist schon wieder kaputt gegangen. Das sah gerade echt so aus. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Und da war, glaube ich, gerade auch wieder eine rote Nachricht. Was ist denn hier los? Na, wenigstens ist der erste tot. Ja, Georgon prügelt jetzt auf ihn ein. Nee. Wir könnten jetzt Sachen mitnehmen in der Hoffnung, dass Georgon so ein Schwert in die Hand bekommt. Aber ich glaube eher, dass dann irgendjemand überlastet wäre. Gucken wir kurz bei Mea. Aber da ist nur die Schnapsflasche. Nee. Wollt ihr in das Haus eindringen? Ja. Na, mal gucken. So, Mürrem, wo stehst du? Du stehst hier und du hast keine Fernkampfwaffe. Also läufst du jetzt mal dahin. Du hast freie Sicht auf einen von den Piraten, glaube ich. Also machst du mal einen Kampf von Menictus auf den da hinten. Genau, sehr schön. Du hilfst Mürrem. Ah. Und du hast wieder eine zerbrochene Waffe. Das ist echt super. Und er kann nur wechseln zu der nächsten zerbrochenen Waffe. Das heißt, er geht jetzt hier hin und schlägt mit bloßen Fäusten auf den einen. Du zauberst Kampf Vollmann. Stehst falsch. Du bewegst dich und schießt nur mit Pfeil und Bogen. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht noch weiter in das Gebäude vordringen. Also hoffentlich kommt nicht noch ein dritter Kampf. Denn ich habe jetzt eigentlich vor, meine Astralenergie zu verbrauchen. Formenictus. 12 Trefferpunkte, schöne Sache. Und du prügelst den da nieder. Oh, ganz schön zäh. 2 Formenictus ausgehalten. Bisher. Du zaubern. Kampf. Vollmann. Mensch. Zähe Burschen. Das war's jetzt auch schon fast mit unserer Astralenergie. Du kannst noch einmal. Miss Long. Du kannst eh nur prügeln. Ja, du hast keine Astralenergie mehr für noch einen Fulminictus. Einen Trank werde ich dafür nicht trinken. Oh, und er flieht. Sehr schön. Du kannst auch nicht mehr zaubern. Und Yallen stellt sich jetzt... wo ist der? Hier hin und schießt dem in den Rücken. Komm schon. Ja, sehr schön. Alte Option. Du läufst weiter weg. Au, hey. Das ist nicht nett. Abwarten. Alte Option. Yalla macht einen Schritt zurück und schießt ihn dann an. Der müsste jetzt auch fliehen. Der hat ja auch schon 2 vom Nictus abbekommen. Alte Option. Oh, Mürrem hat jetzt schon ein paar Mal was abbekommen. Aber sehen noch gut aus, die Lebenspunkte. Und nochmal schießen, aber nicht getroffen. Ah. Okay, also das hängt doch nicht unbedingt von der Entfernung ab. Denn jetzt stand sie ja direkt davor. Ah, Bewegung, einen Schritt zurück. Schießen. Na also, Computerkampf, keine Magie. Und die letzten beiden niederschlagen. Und dann gucken wir, was in dem Haus hier sonst so ist. Hoffentlich kein neuer Kampf. Sonst muss Talana auf jeden Fall den Trank in ihrer linken Hand noch trinken. Die Elfen müssen dann auch wechseln und neue Tränke trinken. Also zumindest Mürrem, weil ihr ja keine Pfeile mehr zum Schießen. Da wird aber ganz schön ausgeteilt auf unsere Helden. Ich pausiere mal ganz kurz.
Du stehst schlecht. Geh mal dahin. Du läufst weg. Du hast nämlich fast keine Lebenspunkte mehr. Du nimmst den Platz ein und haust da drauf. Jetzt würde ich... Au! Das muss ein besonderer Pirat sein. Du gehst bitte auch weg. Dafür kann Gerogan daran. Abwarten. Oder du schießt von der Seite. Das ist noch besser. Abwarten. Denn Gerogan ist ja nicht so wirklich zu gebrauchen ohne Waffe. Oh. Du hast irgendwann im Kampf deine Waffe gewechselt. Und hast keine Pfeile in der Hand. Und immer... Gegenstand wechseln. Hat auch keine Pfeile mehr. Abwarten. Ja, ich hoffe wirklich, dass kein Kampf jetzt mehr kommt. Sonst haben wir ein Problem. Angriff. Komm schon, Tirik. Hau ihn um. So, dann halt im Nahkampf. Angriff. Ja, du hast den Bogen in der Hand. Waffe wechseln. Nicht den Sichel. So, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Aua. 8 Trefferpunkte auf Yallen. Und der hat schon richtig gut... Au, nochmal auf Yallen. Ja, ich würde gerne mal... Ah, sehr schön. So, was haben wir da? Wir haben Skraja, wir haben Entermesser, Dolche, eine Streitaxt. Die nehmen wir doch mal mit. Goldschmuck. Und ein Säbel. Den Säbel gucken wir uns gleich auch mal an. 54 Abenteuerpunkte. In diesem Haus findet ihr einen Schuppenpanzer, ein Bastardschwert, eine Orknase. Goldschmuck, starker Heiltrank, 255 Dukaten. Da wollen wir alle mitnehmen. Wen wundert's? So, Bastardschwert und Orknase. Ich glaube, die Orknase hier war was Besonderes. Das Schwert eventuell auch. Schuppenpanzer ist uns eigentlich zu schwer. Aber den werden wir richtig gut verkaufen können. Der kommt also auch mit. Ich hätte noch ganz gerne Pfeile, aber da gibt es ja anscheinend keine. Wollt ihr etwas wegwerfen? Ja. Gerogon. Und zwar eine Schnapsflasche. Goldschmuck wollen wir auch noch mitnehmen. Wer soll was wegschmeißen? Er. Und zwar ein Angelhaken. Nein, den können wir noch gebrauchen. Wie schaut es bei Myrrhe aus? Hat sie irgendwas? Wirselkrautdecke? Nee. Talana? Tanelen? Nee, das sind ganz viele. Gwendolyn. Ein Buch, ein Rapier. Den Rapier können wir eigentlich wegschmeißen. Ja komm, den Rapier schmeißen wir jetzt weg. So, was haben wir noch? Eine Armbrust ist zwar viel wert, aber wir haben keinen Platz mehr. Der Kukris ist noch interessant und der starke Heiltrank. Aber den können wir ja auch später nochmal abholen. Die Sachen müssten ja eigentlich im Haus bleiben. Das heißt, wir rasen jetzt hier ganz schnell raus. Wir ziehen uns wieder nach Warnheim und gucken uns da mal an, was wir verkaufen, was magisch ist und was nicht. Und werden dann erstmal eine Woche oder so schlafen. So, wo ist unser Tempel? Die Zwölfen zum Gruß. Wir würden gerne speichern. Mal wieder. LP 54 und wir sehen uns gleich wieder.